Hallo Fidi, schön, dass du mich besuchen kommst. Hallo Scotty, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich bin ja so neugierig auf dein Mauseloch. Was für ein Glück, dass dieses blöde Corona bei uns Mäusen nicht so schlimm ist, wie bei diesen armen Menschen, die sich nicht mal besuchen dürfen. Oh ja, das ist schlimm. Da hilft nur, es sich zu Hause so richtig gemütlich zu machen. Na, das hast du ja auch gemacht. Es sieht richtig toll aus hier in deinem Mauseloch. So viele Lichter. Eigentlich ist mein Mauseloch ja der Schirmständer hier aus der Kirche. Gut, dass es im Moment nicht so viel regnet. Da hat keiner gemerkt, dass ich in mir stiebitzt habe. Ja, ich verrate dich bestimmt nicht. Es sieht einfach schön aus hier. Und du hast auch so viele leckere Kekse. Die Lichterkette habe ich auch gemopst, bringe ich aber natürlich wieder zurück. Und die Kekse sind aus der Tüte von unserem Kantor. Selbst gebacken, hat sein Chor erzählt. Aber die bringe ich ganz bestimmt nicht mehr zurück. Aber da fällt mir etwas ganz Wichtiges ein. Habe ich dir schon vom Engel erzählt? Engel? Nö, welcher Engel? Na, der Engel, von dem ich geschrieben habe. Der die Wunschzettel einsammelt. Der hat von meinen Keksen genascht. Es war alles voller Krümel vor meiner Höhle. Mensch, Mäuschen, ich werd verrückt. Bei mir auch. Mein Wunschzettel lag auf dem Fensterbrett. Und am nächsten Tag war er weg. Und mein schöner Spekulatius auch. Nur noch ein paar Brösel waren auf dem Teppich. Meinst du, das war auch der Wunschzettelengel? Na bestimmt. Dann kann Weihnachten ja jetzt endlich kommen. Was wünschst du dir denn eigentlich? Scotty, das darf man doch nicht verraten. Also ich wünsche mir Schokoladenkekse, eine weiche Mütze, eine Decke, noch was zum Naschen. Oder am besten, dass das Licht von Weihnachten zu uns allen kommt. Also das ist eine gute Idee. Licht, Wärme und Freude für alle, Menschen und Tiere und für die ganze Welt. Das wünschen wir uns. PS. Damals, im Stall von Bethlehem, als Jesus geboren wurde, da waren nicht nur Ochs und Esel und die vielen, vielen Schäfchen dabei, sondern sicher auch ein paar kleine Mäuse. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden.